Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Splinter Cell Conviction. Wir sind gerade bei Whitebox und wollen zum Überwachungssystem, wie ihr oben lesen könnt. Ja, sorry nochmal wegen der letzten Folge, die etwas kürzer ausfallen musste. Mal gucken, vielleicht mache ich die hier dafür etwas länger. Nur muss ich aufpassen, dass wir nicht aus Versehen vielleicht schon langsam zum Ende kommen. Das wäre ja schade, wenn das jetzt schon vorbei wäre. Dafür macht mir das einfach viel zu sehr Spaß. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was vor uns. Ja, die Türen sind hier natürlich alle fein säuberlich abgeschlossen. Aber wir können natürlich ein bisschen Geschick. Wir legen den Keller mit Feuer! Hab ich einen? Ah, ich hab einen vergessen! Ich hab noch schön auf die Tür geguckt, weil ich dachte, da kommt doch sicher noch einer. Mann. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das gerade mal nicht meine Stelle. So, diesmal habe ich aber alle. Ma. Das war schon wieder ein super Start. Aber wenigstens haben wir das Eindringen jetzt geschafft. Black Arrow. Eine Kiste, die durch den Tisch glitscht. All employees must comply to the 3S. Secrecy, safety and smile. Okay. Gucken wir mal, was der nächste Raum zu bieten hat. Besser. Mal sehen. Bewaffnete Posten im Gebäude oder deutlich besserer Kaffee? Was ist wichtig? Ach, wird erwachsen. Unser neuer Eigentümer hat seine eigene Sicherheitsfirma mitgebracht. Sowas passiert nun mal. Gerade bei Projekten mit dieser Sicherheitsstufe. Aha. Ich traue diesem Gerliot einfach nicht. Mag ja sein, dass er seit der Übernahme noch keinem gekündigt hat, aber es nervt mich. Unsinn. Dich stört doch nur, dass dieser Robertson die ganzen Daten sammelt. Exakt. Wir können so überhaupt nicht vernünftig arbeiten. Was macht er damit? Vermutlich gar nichts. Steig auf entkoffeiniert rum. Haha, sehr witzig. Es wird alles gut. Ich weiß. Das gefällt mir nicht. Muss es ja auch nicht. Aha. Haben wir hier irgendwas Spannendes? Nö. Ich sag's dir, so bekommen wir nie den Verstärkungseffekt, den wir erhofft hatten. Was ist mit Testlauf 1994? Robertson war ganz wild drauf. Robertson ist gar nicht qualifiziert genug, um die Daten auszuwerten, die er sammelt. Ich halte das für ganz normale Abweichung. Ich glaube, du hakst das viel zu voreilig ab. Ich glaube, ich habe letzten Monat im Schnitt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich werde mir jetzt gewiss keine neuen Resultate herbeifantasieren. Ja, ja. Du ignorierst einfach die Hälfte der Ergebnisse. Wir haben eine Deadline. End dich damit ab. Boah, das muss ja ein ultra gutes Gerät sein. Es ist unsichtbar. Hallo? Nicht wirklich viel hier zu sehen. Aha. Er hat sich am Kopf gekratzt. Das gibt aber Lohnabzug. Schon wieder? Die werden hier alle überbezahlt. Laufen hier nur wie blöd in der Gegend rum und machen gar nichts.
Aha. Wachen. Vor dieser Tür da oben. Oh. Hey, ihr wolltet schon vor 2 Stunden fertig sein. Was? Sagen Sie bloß, wir arbeiten Ihnen nicht schnell genug. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meinen Job zu machen habe? Wissen Sie was? Ich werde Mr. Gell jetzt sagen, dass Sie unsere Arbeit stören. Wie gefällt Ihnen das? Haben Sie gehört? Hab ich. Dem Herrn ist wohl nicht klar. Dass wir auch für Galliard arbeiten. Sie können nicht. Sie haben gerade... Oh doch. Ich kann. An die Arbeit. Sie haben gerade den einzigen... Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale ist klar. Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichten. Was? Ihr Nein. Aber, das ist inakzeptabel. Hey, seht zu, dass die Streberin weiterarbeitet. Ich muss eine Reinigungsaktion überwachen. Reinigungsaktion. Hm. Warum ist er sich so... Oh. Rausgeschmissen worden. Ach, das ist der Raum nach vorne. Dann gehen wir doch mal den Wissenschaftler retten. Okay. Einheit 1. Oh. Wow. Okay, ich hätte gedacht, den kriege ich. Naja. Ja, ihr seht schon, ich bin hier nicht ganz so ruhig. Also, mit Sam nicht ganz so ruhig. Aber das sollte vielleicht besser sein. Weil es auch mal Spaß macht, hier durchzurennen. Das könnte lustig werden. Was zum da? Alle hopp! Der Raum ist clean. So schnell kann's gehen. Ja, ja, Wissenschaftler, ich komme ja gleich. Ich will mich hier mal umgucken. Aber irgendwie ist das öde. Hier gibt's nicht wirklich viel zu sehen. Na gut, ich komme schon. Hallo? Fragen. Nicht verhören. Tun Sie es nicht. Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson, was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Galliard? Was hat der mit der Sache zu tun? Der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ja. Yeah. Ich bleib lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Okay.
kommt die schöne Aufzugfahrt. Immer schön den Bösen hinterher. So müsste doch immer die Aufzugmusik sein. Was jetzt? Oh. Schade. Da war nicht mehr viel zu helfen. Licht aus. Bloß aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen eine laute Waffe aufnehme. Einmal Munition holen. Ja, und jetzt habe ich nämlich eine schöne Kamera. Diese Kamera ist auch echt witzig. Vielleicht sollte ich sie mal ausprobieren. Aber dazu muss ich mich leider ein wenig bewegen. Da runterschauen. Nein! Dann Spinner, kann ich mal sterben wie ein Mann. Ihr Schweine. 3. Was machen die überhaupt hier? Scheiße, was weiß ich. Ich bin schon 4 Monate hier und weiß nur, dass sowas. Ich hab ne Idee. Das erste, was jetzt kommt, ist Licht aus. Wenn Licht aus ist, dann können wir viele lustige Dinge machen. Zum Beispiel. Oh. So kommt man unbemerkt in ein Gebäude rein. So. Wir sind aber mit Aufräumen noch nicht fertig. Roberts ins Büro erreichen. So viele tote Wissenschaftler. Ja, ja, es wurde keiner entlassen. Huch. Oh. Sobald der Major sagt, er ist der Chef. Ich wünschte, dass wir eine größere Rolle spielen würden. Mit Feuerstößen muss man hier echt vorsichtig sein. Jetzt zeige ich euch aber mal die Kamera. So. Und F. War mitten in deine Fresse. Da ist auch noch einer. Nein, tut es nicht. Also, kurze kontrollierte Feuerstöße. Sonst erlebt man eine böse Überraschung. Jetzt. Wie viele? Hm? Hier ist was faul. Ich sehe mal nach. Was war das? Und. Hey, Mist! Fall darauf rein, jetzt bin ich beleidigt. Ups. Scheiße! Na? Dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Wenn ich ihn finde, ist er tot. Hör auf, dich zu verstecken! Ich weiß, dass du da bist! Was war der nächste? Irgendwann macht er einen Fehler, dann schaffen wir ihn. Irgendwann mache ich also einen Fehler. Komm, das heißt nur finale Phase, so schlimm ist das nicht! Geht nur ums Saubermachen! Kein Kontakt, nichts gefunden. Bleib trotzdem wachsam. Das heißt nur finale Phase. Ich bin nicht dazu, dich wie einen Hund zu jagen. Komm raus! Ich werde dich finden, Alter. Ist nur eine Frage der Zeit. So.
Wow. Shit. Oh fuck. So. Ich glaube, so schnell habe ich das hier noch nie gelöst. Was ich euch auch mal zeigen will, diese Computer sind hochexplosiv. Waren sie zumindest mal. Ich habe schon mal geschafft, mich da selber umzulegen. Weil ich auch, hier hat... Ich glaube, hier hinter hatte sich einer versteckt. Und dann habe ich auf ihn geschossen. Wahrscheinlich sogar mit Ausschalten. Und dann mitten durch die explosiven Fässer. Das war ein Spaß. Wegen Ausschalten draufgegangen. Naja. Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Die hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. Ja. Wenn wir zu tun haben, dann ist meistens... die Kacke am Dampfen. Hm. Ach. Ich wollte nicht drunter schauen, ich wollte aufmachen. Weil das jetzt ziemlich hell ist. Egal. Hätte ich fast die Granate geschmissen statt der Kamera. So? Oh. So? Gucken wir doch mal. Na super, ich habe mich F verlassen. So, jetzt habe ich das volle Sichtfeld. Kann ich? Jo, ich kann ranzoomen. Hier ist doch irgendwo noch einer. Ich höre ihn doch. Ich höre hier doch definitiv einen rumlaufen. Egal, dann warten wir, bis er weg ist und dann machen wir das in Ruhe. Ein Wunder, dass er uns nicht sieht. Wir stehen ja da hinten mitten im Gang. Ich könnte hier voll den Arsch wegspringen. Aber dann kommen deine Kollegen hierher. Das möchte ich nur ungern riskieren. Ach komm. Na bumm. Was war hier los? Das kann auch ein wissenschaftliches Experiment sein. Ich etwa wie ein Amateur sein, aus? Aber ich persönlich tippe auf Fischer. Oh Mist. Ich werde denjenigen finden, der das getan hat. Das schwöre ich. Werde dich finden, du Schwein. Hast du gehört? Oh je. Er ist hier. Ich spüre es. Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus! Yeah! Boah, fuchte hier nicht so. Oh! Dieses Schwein! Ah! Sicher?
Ich bin nur zu deiner Sicherheit hier. Keine Angst. Sicherheit. Ach ja. Black Arrow. Die beste Security-Einheit, die wir kennen. Ja. Sofern du natürlich alles ungeschützt lassen willst. Und doch sonst auch einer. Ach so. Machen wir mal Licht aus. Jetzt kommen sie. Bewegung, los, los! So ein Feigling! Wir müssen den Kerl so schnell wie möglich finden. Ist auch nicht mutiger als die Weißkittelfischer. Ich sehe ihn. Hallo? Ich habe Ausschalten geklickt. Der hätte eigentlich direkt ihn umlegen müssen. Oh shit. Na klasse, einfach fabelhaft. Fertig machen. Wie viele habt ihr in der Irre? Mann, so eine Scheiße. Schön. Dann mache ich's wieder an. Nein, nicht wieder anmachen. Das gibt Ärger. Da! Er darf uns nicht entkommen! Boah. Das wäre sicher total schlau, da draus rumzu. Boah, stimmt ja. So, gucken wir doch noch mal schön um die Ecke. Na, werfen wir mal da hin. Was, keiner? Hör doch einen stöhnen. Wenigstens können wir den Gang ein wenig im Auge behalten. Ja, genau das habe ich nämlich erwartet. Genau auf die Typen habe ich gewartet. Oh ja, komm zum Fenster. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Komm du doch einfach zu uns. Er ist da drüben. Oh nein, da kriegt uns niemand rein. Wieso kommst du nicht? Hältst du das für witzig, Arschloch? Ja, das ist total witzig. Für wie bescheuert hältst du uns? Wir gehen. Du legst dich hier mit dem Falschen an. Schade, ist zu weit weg. Glaubst du, wir verstehe? Okay, Arschloch, das reicht. Da, 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 da. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Warum kommst du nicht zu uns? Ja, ich glaube aber, wie es hier weitergeht, das erleben wir im nächsten Part. Sogar mit ein bisschen Überlegen diesmal. Damit sollte ich doch die andere Folge wieder etwas wettgemacht haben. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.